der Trainer hat es im Mannschaftsrat dann angesprochen, dass es sein Wunsch ist, dass ich Kapitän werde. Ich habe dann an den Mannschaftsrat auch meine Worte gerichtet und habe auch ehrlich gesagt, wenn es dann nicht der Wunsch ist, dann soll das heute auf den Tisch kommen, weil das bringt dann nichts, wenn einer nicht hinter der Entscheidung steht. Wir haben viele schwere Aufgaben vor uns und dann ist es wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen. Deshalb war mir das wichtig, dass da auch alle ehrlich ihre Meinung sagen. Und wenn einer was dagegen hat, dann hätte ich mich natürlich zurückgenommen und hätte dann den Kapitän auch unterstützt, der es denn geworden wäre. In dem Gespräch hat sich keiner gemeldet. Das war ein schönes Zeichen. Und ich habe natürlich schon auch ehrlich gespürt, dass die Jungs hinter mir stehen. Wenn dann einige wirklich auch das Gefühl haben, ich bin der Richtige dafür und es ist das Richtige auch fürs Team, es ist das Beste für die Mannschaft, dann mache ich das gerne. Ich habe mich da nie irgendwie reingedrängt oder auch da aufgespielt. Aber wenn es für die Mannschaft das Richtige ist, mache ich das gern. Und bin mir natürlich auch der Verantwortung bewusst. Das ist ein wichtiges Amt. Und mir ist aber wichtig, dass da jeder auch Verantwortung übernimmt, dass wir da wirklich eine große Einheit werden, dass wir da alle mit dran arbeiten und ich will auch jeden mit ins Boot holen. Es sind einige Sachen, die dann mehr auf einen zukommen. Ich habe das Amt in Frankfurt auch schon 3 Jahre gehabt. Es wird oft sicherlich unterschätzt. Das heißt dann immer, ja, es ist nur die Binde, die man tragen muss, aber ich glaube, es ist schon auch ein Stück weit mehr. Man muss das große Ganze immer im Blick haben. Und mir ist einfach wichtig, dass wirklich jeder dann auch mit im Boot sitzt, dass ich jeden da auch mitnehme und ja, jeder auch den Weg mitgeht. Und von dem her ist es sicherlich einiges, was auf einen zukommt. Mir ist aber eben auch wichtig, dass ich dann die Jungs an meiner Seite habe und auch besonders der Mannschaftsrat mitnehmen auf den Weg und wir da schon auch sicherlich einen Kern bilden, der das Boot anführt und wir dann einfach in die richtige Richtung dann auch alle paddeln. Ich habe mich einfach gegeben, so wie ich bin. Ich habe vom ersten Tag an ein Stück weit Verantwortung übernehmen wollen und das auch gemacht. Und jetzt ist es sicherlich ein Stück weit mehr. Aber nochmal, wir brauchen da viele Spieler, die da vorne weg marschieren. Und das ist sicherlich auch ein wichtiger Teil für mich, dass ich da viele mit ins Boot hole und nicht nur ich da irgendwie was vorne weg marschieren will oder muss. Ja, eine schöne Auszeichnung in erster Linie für mich. Mir war aber auch dann wichtig, dass ich wirklich die Unterstützung auch meinen Mitspielern spüre. Das war eine Voraussetzung von mir an den Trainer, dass ich das dann auch wirklich noch haben möchte von den wichtigen Spielern. Und als ich dann gespürt habe, dass die auch hinter der Entscheidung stehen, habe ich dann das Amt angenommen und hoffe natürlich, dass ich dem gerecht werde.